Boah, die Rakete. Ich bin gerade noch weggesprintet. Ich dachte mir, das Geräusch hört sich komisch an. Oh, 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 oh. Ich krieg auf die Fresse. Wo, 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 wo? Ein helles Licht. War's das? Ist das das Ende? Der Stufenaufstieg. Kurz vorm Einschlag. Du hast eine neue Stufe erreicht. Ja, super. Willkommen bei Underdog Games. Hier auf dem Kanal dreht sich alles um Automations-, Open World- und Survival Games. Wenn dir das Video gefällt oder vielleicht sogar geholfen hat, lass mir doch bitte ein Like da. Und wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Ja, und wenn du mich sehen möchtest, dann guck unten rechts in die Ecke, denn da bin ich. Tada! So, neues Spiel, neues Glück. Ich muss mich immer erstmal ein bisschen eingrooven hier. Euch empfehle ich, holt euch was zu essen. Holt euch was zu trinken, ein Regenschirm, weil draußen blitzt und donnert es gerade wie die Sau, oder irgendwas anderes. Und wir starten zusammen in die erste richtige Runde und spielen Everspace 2. Ja, was gibt's zu sagen? Nicht viel. Wir fangen an und wir holen unseren Kühlschrank. Also wir holen das Kühlaggregat und dafür würde ich sagen, da wir kein Geld haben zum Kaufen von Munition und sonstigen Dingen, fliegen wir einfach mal los. Und dazu docken wir ab und verlassen mal den Hangar. Und wir finden und sammeln Altmetall, Kühlaggregate und oder nur ein Kühlaggregat und Ethereum-Kristall. Okay. So, wie schon anfangs gesagt, die Steuerung ist unglaublich geil. Also wirklich ganz, ganz smooth und sliden und straven und hoch und runter und wirklich cool. Bin gespannt, wie sich das mit den anderen Schiffen noch verhält. Ja, ich bin ein Clown. Es wusste keiner, dass ich ein Clown bin. Hier sind Kristalle. So, da gucken wir mal, ob wir die abbauen können, wenn ich nah dran fliege. Nein, drauf schießen. Ja. Schießen ist die Lösung. Und er erklärt uns gerade, als sein Kind war und so weiter und so weiter. Sein Vater war irgendwer und seine Mutter wird es auch noch geben, sehr wahrscheinlich. Aber. Und wir haben Besuch. Ja, wir haben Besuch. Ja, das mache ich gleich, nachdem ich hier meine Routine ausprobiert habe, mich mal hier richtig positioniert habe, damit man auch die Routinen sehen kann. Immer noch nicht. Scheiße. Gehe ich da runter? Gehe ich in die Mitte? Ist auch kacke, ne? Wo gehe ich denn hin? Gehe ich weg? Gehe ich ganz weg? Wäre vielleicht besser, hä? Egal. Also, dann bleibe ich mal da in der Ecke sitzen. Guck mal, was so passiert. Also, wir haben Routinen bekommen. Einmal haben wir da unten, ich gucke sie mir mal kurz an, dass wir auch wissen, was wir da drücken gleich. Routinen. Schiff? Ja, da ist es. Routinen. Erzeugt einen elektromagnetischen Impuls, der alle Ziele in einem Radius von 500 Meter, das haben wir gestern schon mal gehabt, um das Schiff, also ein EMP, alles klar. Und hier Power Boost, der lässt uns vorwärts sprinten. Okay. Also, sprinten auf der einen Maustaste, in dem Fall hier P-Knopf belegt und auf der anderen Taste auch. Also, so, jetzt gucken wir mal die Drohne. Da war irgendwas. Das hätte ich aufheben können, aber wir fliegen jetzt erstmal zu der Drohne. Wir sehen die mal an. Schaden. Es gibt zwei grundlegende Arten von Schaden. Kinetikschaden und Energieschaden. Während Schilder ausschließlich von Energieschaden gesenkt werden können, kann eine Panzerung durch kinetischen Schaden beschädigt werden. Sobald der Schild unten und die Panzerung zerstört ist, werden beide Schadensarten die Höhle beschädigen. Cheers. Wenn die Schilde unten sind und die Panzerung. Normalerweise verursacht eine Waffe beide Arten von Schaden. Aber je nachdem, welcher Wert höher ist, wirst du in verschiedenen Situationen unterschiedliche Waffen einsetzen wollen. Alles klar. Hab ich verstanden? So. Rotzen wir die erstmal weg. Probieren wir auch gleich mal unseren EMP aus. Und zwar jetzt. Und das Ding kugelt sich wie so eine Kugel. Wie eine Kugel. Es kugelt wie eine Kugel. Der dauert aber 41 Sekunden Abklingzeit. Von daher. Okay. Du hast die ULT. Dein Schiff ist vollständig aufgeladen. Ich würde mir sagen, eine Ulti. Und das ist eine spezielle Schadensfähigkeit. Schiffsfähigkeit, keine Schadensfähigkeit. Die aktiviert werden können, um mächtige offensive oder defensive Fähigkeiten zu entfesseln. Sie werden normalerweise durch das Abschießen von Gegnern aufgeladen und müssen benutzt werden, um wieder aufgeladen werden zu können. Alles klar. So.
Achte darauf, deine ULT nicht an einem einzigen schwachen Gegner zu verschwenden, aber hebe sie auch nicht zu lang auf, da es nur eine Frage der Zeit ist, wann die ULT wieder voll aufgeladen ist. Also benutzen, Leute, raushauen. Benutzen, richtig raushauen. Gut, du kannst ULT auch unterbrechen, während sie aktiv ist, um die verbleibende Energieladung zu erhalten. Okay, alles klar. Gut, so, statische Überladung. Wo sehen wir die jetzt? Da oben links. Alles klar. Eisen? Also, das mit dem Kajak. Kajak. Das Beste, was es gibt. Ja. Sie haben uns Soldaten nie gesagt, ihr Klone funktioniert. Nein. Wie wir Klone funktionieren? Ich habe gehört, dass sie euch künstliche Erinnerungen implantiert haben, um euch im Kampf zu motivieren. Wenn Kajaks nicht dabei sind, hat eindeutig jemand schlechte Arbeit geleistet. Okay. Jetzt suchen wir mal das Schiff, bevor sie sich ja noch totbabbeln da unten. Spirituosen. Handelsware. Alle möglichen Spirituosen. Um die einsamen Stunden des Weltraumforschers angenehmer zu. Okay. Kann man die verkaufen? Haben die einen Wert? Oh ja, da ist. Ach, guck mal da. Da unten sehen wir zwischen 20 und 46. In dem Bereich, wo wir sind, in Seto, ist eine normale Nachfrage. Ist von 31, das heißt, es ist ein Mittelwert. Und wir haben 4 Stück davon, das wären dann also quasi 124 Credits. Den nehmen wir. Habe ich jetzt mit der rechten Maustaste eingesammelt? Ja, habe ich. Dann geht das Menü zu. Entschuldigung. Oh, dass die so viel reden müssen, gell? Ich rede doch hier. So, noch ein Schiffswrack. Düsen wir hin und gucken mal, was los ist. So, unsterbliche Seele, ja, die habe ich auch. Die Nanobots klein, die will ich haben. Die setze ich mir auch gleich mal hier auf die 4. Das ist nämlich mein einer Hotbutton hier zum Heilen. Und die Credits, die brauchen wir natürlich, weil Credits sind nie verkehrt. So. Wenn ich dieses Mal sterbe, bin ich erledigt. Also, wenn ich diesmal sterbe, bin ich tot. Weißt du, was ich an meiner Stelle tun würde? Nein, was? Achtung, Trommelbibbel. Ich muss abkratzen, bevor ich Kajak gefahren bin. Okay. Also, ich muss Kajak fahren gehen. Ich meine es ernst. Bin ich in echt schon? Ist irgendwie wieder zu witzig. So, noch mehr Nanobots. Okay. Warum liegen die jetzt da unten nicht gestackt auf der 4? Seht ihr unten auf der 4? Nee, seht ihr nicht, ihr seht meinen dummen Kopf, gell? Ihr seht meinen dummen Kopf. Ich schieb mich mal zur Seite. Ich mache mich einfach mal kleiner. So. Und jetzt müsste ich doch da auch eigentlich hinpassen. Ja, ich passe da hin. Geil. Bisschen runter noch. Auf den Strich. Ich gehe auf den Strich. Hallo, ich bin auf dem Strich. Alles klar. Perfekt. Ich sitze da quasi auf den... Ein bisschen rüber. Oh, falscher Bildschirm. Bisschen rüber noch. So. Aber so, dass die Lampe, die daneben steht, nicht zu sehen ist. So. Okay, besser geht nicht. Aber das ist schon mal gut. Also, ich sitze jetzt quasi oben drauf. Ihr seht, was da los ist. Und zwar habe ich noch 19 Schussraketen und eine Drohne. Also ein Repair-Ding. Und ich hätte ganz gerne mehr da drauf. Jetzt habe ich 3 drauf sitzen. Die laden jetzt quasi da rein. Cooldown wieder aktiviert. Dumm. Aber ich brauche es ja gerade nicht. Okay. So, was haben wir noch? Wir brauchen ganz viel Zeug. Immer noch. Wir brauchen noch ganz viel Zeug. Und die babbeln und ich babbel und gut. Wir schauen mal. Da oben sind noch Punkte. Das wird wohl Kristall sein. Richtig. Durch die Frage, ob man das anders... Ach ja. Wenn ich weit weg bin, muss ich die einzeln einsammeln. Jetzt baller ich mal drauf, wenn ich nah bin. Okay, ist leeres Vorkommen. Kacke. Hätte mich mal interessiert, wenn ich jetzt nah bin, habe ich es, meine ich, automatisch aufgesammelt. Das bedeutet, wir schießen natürlich nur noch drauf, wenn wir nah sind. Wir sind bescheuert. Altmetall. 3 Altmetall sind hier hinten. Die holen wir uns natürlich. Die snacken wir. Tschup. Brauchen wir immer noch ein paar. Da ich nicht rechnen kann, habe ich jetzt zwischen 3 und 11 die Differenz nicht ausrechnen wollen, aber... ja, ich mache das ja hier zum Entspannen. Damit ich auf den vielen anstrengenden, geistig fordernden Factorio-Folgen hier mal ein bisschen runterkomme. So, das sind Gegner, die wollte ich eigentlich jetzt nicht ernten. Immer nochmal Altmetall. Ja, das fliegt sich einfach gut, das Schiff. Das ist einfach ein tolles Gefühl. So. Was ist das? Schiffswrack. Reingucken. So, was haben wir? Supragel. Okay. Und 150 Credits. Wo werden die eigentlich gesammelt? Da oben. 380 haben wir. Wir sind immer noch Level 1. Also so ein richtiger Kacknapp momentan noch.
Aber wird was werden. So. Wer noch nicht gefrühstückt hat, soll das jetzt tun. Denn sonst habt ihr nichts, was ihr rausbefördern könnt. Die Basis. Da ist nichts mehr. Da hinten haben wir noch ein bisschen Kram. Wo ist denn dieses Kühlaggregat? Ich habe ja gesagt, ich würde irgendwo hinfahren und es einkaufen. Aber ich glaube, die typischen Geschäfte sind nicht da. So, um die Ecke rumgucken. Hier sind noch Kristalle. Jetzt kommt der Test. Indem ich nah dran fliege, quasi in Sammelreichweite und schieße dann drauf. Und dann wird der Kran direkt eingesaugt. Ist natürlich viel besser, viel entspannter, wie dieses ständige Einsammeln. Gucke ich aber trotzdem mal, wo wird das gesammelt? Das Kristallschiff. Ich will wissen, wo die Sachen hingehen. Hier ist der Energieinjektor, hier sind die Spirituosen, klar. Wo sind die Herstellen? Ressourcen. Sehr wahrscheinlich sind diese Ressourcen nicht begrenzt. Ich vermute, dass wir davon sammeln können, so viel wir wollen. Und das nicht in den Laderaum packen müssen, sonst hätten wir das hier auch noch. Und das Eisen wäre ja auch noch drin und das ist leider nicht. Oder es ist zum Glück nicht, kann man sehen, wie man will. Wir haben ja nur zwei Sachen belegt im Frachtraum. Bedeutet, ich glaube, dass die Ressourcen unendlich gelagert werden können im Schiff. So. Die Frage, was passiert, wenn wir sterben? Weiß ich nicht. Ah ja, da unten am Radar sehen wir die ganzen Punkte. Da fliegen wir mal hin und loonsen mal, was da so rumkommt. So. Ich erwische mich immer, wenn ich meinen Kopf drehe, dass ich da auch, ja, sehe, was los ist. Halt bitte. Schiffswrack. Immer noch Altmetall. So, drei Stück. Ich denke mal, dass wir das auch verkaufen können. Oder umwandeln können dann. Das heißt, wenn wir mehr finden, nehmen wir es natürlich auch mit. Kristall. Kristall. Da muss ich mal an den Comedy-Freak denken. Darf er das? Darf er das? Wer ihn nicht kennt, könnt ihr mal googeln. Kristall. Sehr witziger Kerl. So. Nehmen wir alle mit. Alles meiner. Meiner. Gut. Kühlaggregat und wehre die Eindringlinge ab. Die Eindringlinge sind wohl hier die Penetratoren. Hier. Raketenreichweite ist. Kurz lesen, dass ich was weiß. Die schalten hier sowieso erst auf, aber 2000 Meter, okay. Dick, 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 dick. Tschüss. Bam. Der nächste. Auf Wiedersehen. Oh. Der hat ein bisschen länger überlegt. Lass mich raten. Der hat ein Kühlaggregat gedroppt. Haha. Der war für mich beim Mediamarkt und hat ein Kühlaggregat mitgebracht. Perfekt. So. Ja. Alles abgehakt. Ja, wir bringen den Reaktor in Gang. Ich habe ja gesagt, ich vermute, dass da ein riesiges, schleimiges Monster auf dem Reaktor sitzt und uns da das Leben zur Hölle macht. Ich bin gespannt. Wir fliegen mal nach Hause. Das können wir beschleunigen, indem wir hier den F-Knopf drücken. Nicht das F-Wort sagen, sondern den F-Knopf drücken. Und hier mal in die... in die Basis reinrammeln. Weiß gar nicht, ob das geht. Probier ich das mal aus. Ja, und es kostet auch Schild. Okay, also das geht, das finde ich gut. Und auch das hier finde ich geil, dass es nicht automatisch andockt, sondern dass ich tatsächlich hier rein muss in das Ding. Das macht mir Spaß. Ich mag, wenn ich Dinge, die groß sind, in relativ schmale Schlitze stecken muss. Okay. Ich habe gesagt, hol euch was zu trinken und was zu essen. Ich habe mich dran gehalten. So. Denn die Intros müssen wir natürlich auch angucken und die Videos, denn ohne die wäre die Story ja gar nicht richtig. Ich vermute, steht jetzt ein Kajak. Mitten auf dem See. Und? Dann kann ich hingucken. Hört man mich eigentlich schmatzen? Was ist passiert? Keine Antwort. Keine Zeit für ein Nickerchen, Kumpel. Ich war nur kurz weggetreten. Keine Ahnung, was das war. Okay. Weggetreten? Irgendwas, worüber ich mir Sorgen mache. Also, ich fasse zusammen.
klingt ernst. Nein, nein, es ist nichts Schlimmes. Ich bin ein Klon. Also, in der Welt. Angeblich wurden mir Erinnerungen eingepflanzt. Und momentan kann ich nicht wiederbelebt werden. Das heißt, wenn ich tot bin, bin ich tot. Und jetzt bekomme ich Erinnerungsflashbacks. Und diese Flashbacks sollten wir vielleicht mal ernst nehmen. So. Crewmitglied erhalten. Ah ja, jetzt habe ich den. Jetzt ist der mein Kumpel quasi. Alles klar. Lenkraketen. 3 Stück verschossen. Auffüllen kostet 3 Credits. Natürlich. 3 hat es gekostet. 377 Hammer. Finde ich gut. Gefällt mir. Reparieren müssen wir nicht. Wir haben keinen Schaden bekommen. Also kein Hüllenschaden, sag ich mal. Und jetzt müssen wir uns hier um die Basis kümmern. Öffne das Upgrade-Menü und repariere den Reaktor. Okay. Upgrades. Da oben. Crew-Upgrades. Jedes Crew-Mitglied bringt eine eigene Reihe von Verbesserungen mit, die in mehreren Stufen freigeschaltet werden können. Das Freischalten erfolgt durch das Einführen, nein, durch das Erfüllen der Anforderungen. Manchmal musst du nur ein paar einfache Ressourcen bereitstellen, manchmal wirst du auch gebeten, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Alles klar. Beachte, dass alle Ressourcen, die du in eine Verbesserung investierst, nicht zurückgenommen werden können. Also überlege immer, wann und wie viel du investierst. Alles klar. Ja. Ethereum könnt ihr mal investieren. Könnt ihr gucken, wie ihr euer Geld verliert. Okay, anderes Thema. Fangen wir an. Repariere den Reaktor der Station, um alle Abteilungen wieder mit Strom versorgen zu können. Okay, Reaktorbau. Übrigens, Factorio kommt jetzt auch bald. Uran 238, 235 anreichern. Und dann machen wir einen Kernreaktor. Okay, was haben wir noch? Wir haben hier also gesagt, wir wollen das machen. Wir investieren alles. Wo sehen wir denn, was wir haben? 0 von 11. Ich drücke auf ein Bild drauf rum. 3 investieren. Nochmal 3. Ah, hier sehe ich, wie viel ich habe. Die schieben mir quasi runter. Jetzt habe ich es kapiert. 2. Okay, wir haben genau 11. Was ein Zufall. Da haben wir alles rein. Und ein Kühlaggregat. Bam. Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Schuppen mal vermisse. Diese Bloodstar-Idioten hatten mich eine Ewigkeit eingesperrt. Okay. Was wollten sie von dir? Was sie von jedem wollen. Credits und Informationen. Pech für sie, dass ich nicht mit Outlaws teile. Wie auch immer, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Wir haben Licht, Klimatisierung und Zugang zu Scans unserer Umgebung. Können die Scans mir bei der Navigation ich glaube, der lügt. Superlicht helfen? Ich kann nicht ewig blind fliegen. Ich glaube, Dax lügt. Wir können unsere Navigationssysteme nicht wieder einschalten, sonst ortet die Flotte unsere Ärsche sofort. Unsere Ärsche, hat er gesagt. Scans. Darf er das? Sieh mal. Darf er das? Zito, Outer Rim, Rhodia Orbit und Union Bridge. Weiter können wir nicht scannen? Das reicht fürs Erste. Zumindest für das, was als Nächstes zu tun ist. Okay. Du musst zu allen drei Orten fliegen und nach kleinen Geräten Ausschau halten, die wir Beanies nennen. Bohnen? Beanies? Bohnchen? Das ist die Abkürzung für Beanbags. Kleine selbstgebastelte Signalstörer, die den Stützpunkt vom feindlichen Radar abschirmen sollten. Aber das tun sie offensichtlich nicht mehr. Aha. Okay. Klingt nach einem Job für Ben. Du brauchst einen Ingenieur dafür, nicht mich. Warum bringen wir ihn nicht zuerst wieder auf die Beine? Keine Zeit. Wir leuchten wie ein Signalfeuer. Wenn wir jetzt nicht herausfinden, was mit den Störern los ist, okay, leben wir nicht lange genug, verstehe ich, um Ben zu retten. Wir gehen die kleinen... Um die Beanies und lass uns verschwinden. Ja, machen wir. So haben wir Zeit, eine Lösung für deinen Freund zu finden. Okay, wir hauen die Beanies weg, beziehungsweise wir aktivieren die Beanies. Alles klar, das ist so ein bisschen so eine Aufklärmission, verstehe ich. Wir sind hier unterwegs und wir haben in diesem System, ich nenne es mal System, das sind 1, 2, 3, 4, 5, ich habe gezählt bis 5 Systeme. Und wir haben hier diese Punkte, die wir anspringen können. Denn überall gibt es diesen Bohnensack. Union Bridge, Zeto Outer und Rhodia. Wir fliegen mal darüber. Ja, das machen wir. Aber zuerst mache ich die Stimmen. Wieso kann ich nicht fliegen? Flieg doch. Doppelklick. Okay. Doppelklick. W-Punkt entfernen. Habe ich verstanden. Jetzt habe ich hier den Knopf. Kann ich den auch drücken? Mal gucken. Nee, Markierung setzen geht nicht. Warum auch immer. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Vielleicht. Okay, also Doppelklick. Oder F. F wie Vogel. Witzig. Gut, wie komme ich hier raus? Abdocken, Escape. Ja. Escape, abdocken.
Okay. Aus irgendeinem Grund geht's nicht. Liegt bestimmt bei mir. Kann nicht am Spiel liegen. Jetzt gucken wir mal, dass wir den Ton ein bisschen lauter machen, dass ich ein bisschen besser höre, was sie sagen. Die stören mich zwar, aber es gehört ja dazu. Sonst haben wir das nächste Mal den Kanu-Trip nicht gehört. Und das wollen wir auch nicht. So. Gut. Lautstärke ist gut. Ja, perfekt. Ja, hallo. Gut. So, fliegen wir los. Unsere Markierung ist da oben. Sprung nötig. Ja, dann springen wir doch mal, würde ich sagen. Wir... Ach nee, warte mal, wie war das? Da oben steht's, Sprungantrieb X. Drücken wir mal. Puff. Hat's gemacht und weg waren wir. Okay. Annäherungsalarm. Das heißt, auf dem Weg dahin, bei 56, 55 Lichtsekunden, du kannst mit Hilfe der Karte einen Wegpunkt setzen, öffne die Karte im direkt Ingame-Menü-Tab und wechsel von dort auf die Karte. Karte öffnen. Den Wegpunkt haben wir doch schon gesetzt. Und jetzt weiter. Flieg! Flieg! Vögelchen, flieg! Autopilot. Ich weiß nicht, was ich mache. Aber es scheint zu funktionieren. Autopilot ausschalten. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen bis dahin. Wir wollen richtig durch. Durch die Suppe. 10, 9, 8, 7, 6. Und wir sind da. Wir sind da. Boah, wie die Kilometer runtergehen. Boah, in echt wäre das ja übel. Das wäre echt übel. So mit Lichtgeschwindigkeit fliegen soll wohl ganz schön beschissen sein. So. Seto Outer Rim. Rettungskapsel. Ich weiß es nicht. Aber auf meinem Display springt dieser Marker rum. Das könnte er sein. Versuch ihm zu folgen und halte mich auf dem Laufenden. Okay, erstmal mache ich jetzt hier die Rettungskapsel klar. Wenn du bessere Ausrüstung brauchst, es gab früher eine Händlerin in dieser Gegend. Eine Händlerin? Sie nennt ihren Laden die fliegende Holländerin. Könnte sich... Ist das eine Anspielung? Ist das eine Anspielung auf Wohnwagen? Weiß ich nicht. Fliegende Holländerin. Der Krieg ist vorbei. Ihr seid nun auf euch eingestellt. Ja, vielen Dank auch. Privilegien. Privilegierten Penner. Sowas kann man doch nicht sagen. Privilegierte Penner. Aber erstmal. Okay. Wen interessiert denn das? Ich dachte, da gibt's Geld oder so. Okay. Vielleicht ist er sogar noch da. Da ist die Frachttante. Das untote. Was? Das was? Wo stand's? Das untote Schiff. Oh, das hört sich gut an. Wir fliegen mal zum untoten Schiff. Quasi ein lebendiges. Oh, wir wurden angeschossen. Sabalot. Wo seid ihr denn? Da. Tschüss. Boah. Die Sau. Okay. Haben wir es üblich. Also sieht schön aus, gell? Also, wenn mal was los ist, nicht nur Geschwätz, dann sieht es schön aus. Gucken wir mal. Ich will noch mehr rumfliegen von den Kaspern. Ich wollte Kanalienvögeln sagen, aber das dachte mir ja nicht mehr. So. Okay, die sind zu weit weg. Ach komm, ich mach sie weg. Weggemacht ist gleich. Ich spring mal hin. Kuhu. Ich bin's. Die Tante mit dem. Oh. Boah, die Rakete. Ich bin gerade noch weggesprintet. Ich dachte mir, das Geräusch hört sich komisch an. Oh. Ich krieg auf die Fresse. Wo? Ein helles Licht. War's das? Ist das das Ende? Der Stufenaufstieg. Kurz vorm Einschlag. Du hast deine neue Stufe erreicht. Ja, super. Jede neue Stufe erhöht deine Basiswerte, Hüllenstärke, Feuerkraft, Präzision, Effektivität, Resistenz und Expertise, die dir Bonus auf die Trefferpunkte, Schaden, Reparatur und so weiter geben. Eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Werte und ihre Auswirkungen findest du... Okay, wenn ich jetzt auf OK drücke, werde ich wahrscheinlich nochmal ein helles Licht sehen. Das ist nämlich die Rakete, die mich trifft. So, Stufenaufstieg. Du hast außerdem Routinen... Upgrade Token, was ein Wort, erhalten, mit dem du eine beliebige Routine verbessern kannst. Alles klar. Sprinte! Nein, oh, die Rakete ist vorbei. Ist sie denn?
Das ist ein Torpedo. Du mieses Stück. Da ist einer. Yeah. Seht ihr das? Das ist Freude. Und vielleicht Kinder-Country zwischen den Zähnen, das weiß ich nicht. Aber das ist natürlich ein Raketensilo. Dreckstück. Das kostet jedes Mal ein Credit, wenn die so eine Rakete abschießen. Kann ich übrigens auch. Oh, oh, fuck. Falscher Knopf. Das wollte ich machen. Puff. 36 Punkte. Ja, okay, fliegen wir mal hin, gucken wir, was wir da so Schönes kriegen für das Raketensilo. Nix. Wurde eingeloggt. Und wieder ausgelockt. Gut. Jetzt die Frage, spawnen die immer nach oder nicht? Weiß ich nicht. Schadensverstärker. Das hört sich irgendwie nicht so nett an. Wir können mehrere Dinge gleichzeitig ansaugen. Wir müssen sie nur angucken und einmal den Saugeknopf drücken. So, die fliegende Holländerin. Okay, was haben wir noch auf dem Kanal hier? Auf dem ja, ist klar. Wer hat sich das jetzt ausgedacht? Ich fliege jetzt einfach mal darüber. Was ist das? Wenn ich wissen, was es ist, schießen wir erstmal drauf. Sieht aus, als können wir drauf schießen. Schießt man eine Rakete drauf. Schussfester Container. Der war da eingegraben. Öffnen. Was ist das? Minen. Okay. Minen sind magnetische und fliegen. Sind magnetisch und fliegen in einem Radius von 500 Metern auf Feinde zu. Okay. Die nehmen wir mit und die legen wir uns auf. Auf einen Knopf. Ich hätte die gerne auf einen Knopf gelegt. Ah, ich kann sie da oben legen. Okay, gut. Waffenwechselrotation. Für diese Dinge habe ich hier. Yeah. Gut, habe ich mir belegt. Bin ja nicht dumm. Gucken wir mal, wie das so läuft. So. Jetzt fliegen wir zur Holländerin. Komm, auf geht's. Fliegende Holländerin. Auch wenn das nicht unser Ziel ist. Wir suchen ja einen Sack mit Bohnen. Nicht einen Sack mit Eiern. Mal sprinten. Okay. Wie lange fliegt der, wenn ich da gedrückt halte? Ne, ich muss einfach nur einmal aktivieren, okay? Ich muss erstmal alles kapieren, ne? Ich kann ja nicht hier The Barbo machen, wenn ich hier gar keine Ahnung habe. Schiffswrack. Ist das das Große? Ne. Okay, das ist das Kleine da. Ich habe hier Störsender. Ich höre Störungen. Das ist ein Radiosender. Okay, was ist das? Verkabelungssatz. Ja, klar. 3x330. Die sind das wert. Nehmen wir auch mit. Was heißt, die sind das wert? Ich weiß noch, als ich bei WoW früher angefangen habe, habe dann, keine Ahnung, 30 Kupfer gefunden, habe ich mir den Arsch gefreut. Und das ist schon, keine Ahnung, 20 Jahre her oder so. Gott, das ist schon so lange her. Sehr lang auf jeden Fall. Und später hatte man Hunderte und Tausende von Gold, also. Deswegen wird es hier nichts sein, was wir da haben. Aber ich dock mal da an. Ich guck mal, was ich für mein bisschen Geld, was ich habe, krieg. Kunde oder Outlaw? Ich bin Kunde. Kunde. Ich sagen, kann man beides sein? Nicht hier auf der fliegenden Holländerin. Ich führe ein ehrliches Geschäft. Oh. Verstehe. Du siehst aus, als könntest du dich ganz gut zur Wehr setzen. Die Marie de Wind. Lust auf eine Herausforderung? De Wind. Eine kreativere Jagd auf Outlaws? Hm, habe ich das? Haben wir das? Was sagst du dazu? Ich seh's mir an. Herausforderung. Okay. Eigentlich wollte ich was kaufen bei ihr. Also Schnellreparatur, kostet Geld, 51, macht nichts. Munition auffüllen, geht es auch schnell, habe ich irgendwo gesehen, da unten X. Alles klar, alle Munition aufgefüllt, auch gut. Shop. Oh Gott sei Dank ist das komische Rauschen weg. Handel mit Waren. Alle Handelswaren haben individuelle Preisspannen, je nach System und Ort, an dem sie gekauft oder verkauft werden. Ihre Nachfrage wird durch die Farbe Rot, Gelb und Grün angezeigt. Wenn du Waren aus einem Frachtraum verkaufst, kannst du sie mit Gewinn verkaufen, wenn die Ware eine hohe Nachfrage aufweist. Wenn die Ware eine geringe Nachfrage hat, ist die Ware nicht ideal für den Verkauf. Okay. Wenn du Waren an einer Station kaufst und die Waren eine niedrige Nachfrage aufweist, kannst du sie zu einem guten Preis kaufen. Wenn die Ware eine hohe Nachfrage hat, ist die Ware ideal, nicht ideal für den Kauf. Ja klar, also ist ja eigentlich logisch. Weil es so logisch ist, mache ich mir von diesem verwirrenden Text mal ein Foto. So.
falls ich Fragen habe, kann ich mir das nochmal angucken. Schließen. So, was haben wir hier? Wenn ich die verkaufen würde hier für 330, ich schätze mal, das ist ein Scheißpreis. Die sind normal und das Ding hier, ach, das ist ja Shop. Das ist mein Frachtraum. Okay. Aber ich habe doch Verkabelungen gefunden. Jetzt bin ich irritiert. Ich habe doch vorhin Verkabelung aufgesammelt. Verstehe ich nicht. Okay, die Spirituosen kann ich hier verkaufen. Ich vermute, wenn ich rechts klicke, habe ich sie verkauft. Okay. Inventar. Upgrades herstellen. Ah, hier sind die Kabelsätze. Okay. Und die kann ich nicht verkaufen, oder was? Okay. Also, scheinbar kann ich die Kabelsätze nicht verkaufen. Weil es einfach Herstellgegenstände sind. Also, Dinge, die zur Herstellung benötigt sind. Ich kann sie aber kaufen. Auf einmal sind 330 nicht mehr rot. Was soll das? Ach nee, ich glaube, das hier heißt, dass es guter Preis ist hier. Das ist das... Nee, ist ungewöhnlich. Das ist ja... Also, ich bin irritiert. Ist ja egal, wir wollen ja nichts kaufen. Wir... Was sind das? Faltbare Standard-Solarkollektoren. Hocheffektiv und erschwinglich. Geringe Nachfrage in diesem System. Weil geringe Nachfrage... Geringer Preis. Ja. So. Und was können die... Nix, eine Handelsware. Hab sogar ich jetzt verstanden. Gut, dann lass mich doch bitte abdocken, wenn es geht. Dankeschön. Und wir haben eine neue Quest bekommen. Am Rande des Universums. So, wie kann ich denn meine Quests hier aufrufen und kann die mal jetzt sortieren? Das ist ja auch so eine Sache. Die muss man ja mal verstehen. Karten, Missionen. Das heißt hier Missionen. So, untotes Schiff. Nicht folgen. Hauptmission. So, ich bin auf der Rettungskapsel. Fliegen, das ist die Mission. Abgeschlossen, Neuanfang. Wo ist denn jetzt bitte die Mission von der fliegenden Holländerin? Das ist doch die Mission, haben wir die ganze Zeit schon. Signalstörer, DAX und so weiter, hat mich losgeschickt, dass ich die drei Dinge finde. Und das untote Schiff. Nebenmission. Aber ich verstehe nicht, wo ist denn jetzt die Mission, die sie mir gegeben hat? Sie hat doch gesagt, ey, willst du nicht eine besondere Jagd machen? Ich gehe nochmal rein. Ja, man sieht, das Lustige ist erstmal nicht lustig, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Beziehungsweise, wenn man erstmal lernt. Alles gut? Ich hätte gerne dein Quest, Mädchen. Dein Quest? Deine Quest? Ein Quest? Missionen? Nö. Also irgendwie gibt es hier keine Mission. Okay, dann machen wir jetzt das untote Schiff und fliegen dann zu dem Bienensack. Bohnensack. Egal. So. Unentdeckter Ort. Sprung nötig. Springen. War es mit dem Autopilot auch möglich? Nee, war es nicht. Also, gedrückt halten. Ah, bis er aufgeladen ist da oben rechts und... Puh-tuh. Gut, in der Zeit trinke ich noch einen Schluck. Oder ich esse was, ich weiß nicht. So. Während der Autopilot aktiv ist, kannst du dich in deinem Schiff und dann um dein Schiff herum umsehen. Und die Ansicht, Aussicht genießen. Okay. Oh, toll, die Aussicht ist super. Weil ich neugierig bin. Gucken wir mal, was das für ein unbekanntes Signal ist. Denn von nichts kommt nichts, sagt man ja. Wenn das kein Jackpot ist, hier kann ich Ressourcen auffüllen. Ja, da kann ich auch ganz schön auf die Fresse kriegen, merke ich. Kurz hier den EMP rausgeschickt. Gut. Rausgezogen. Ja, und. Die Hosen lang gemacht. Sehr gut. Okay. 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 Was kann ich hier machen? Credits.
Gut. Was gibt's hier noch? Ich muss mal den Rand mehr beachten. Ich beachte den Rand kaum. Das hier ist Rodia, klar. Und das ist jetzt hier unentdeckter Ort. Nee. Da muss doch noch was sein, wo ich hier Ressourcen auffüllen kann, hat er eben gerade gesagt. Sag mal. Ich bin hier. Wo kann ich denn jetzt bitte Ressourcen auffüllen? Hat er eben gerade gesagt, hier kann ich Ressourcen auffüllen. Da unten sind noch Typen. Kümmere ich mich noch drum? Vielleicht gibt es hier Erze und ich sehe sie nicht. Lächerlich wird sich, mein Freund. Dein Schild ist eben down gegangen, du Affe. Wird langsam lächerlich. Die Aussage ist lächerlich, würde ich sagen. Energiezellen, 4 Stück, okay. Schild ist eben wieder hochgefahren, hat man gesehen. Gut. Was war das? Weiß man nicht. Okay, Mine. Ich leg mal eine. Nee, jetzt sehe ich keine Mine mehr. Ist ja erledigt. Hier oben sind noch so schöne runde Punkte. Gut. Altmetall. Das ist aber eben erst gespawnt, als ich die umgebracht habe, glaube ich, oder? Nein, ich habe die nicht umgebracht, ich habe die Schiffe erschossen. Haha. Markiert mit meinem Laserlicht-Markierstrahl. Container. Aha, ein Container. Schnellladeschild. Okay, wo kann ich ihn hinsetzen? Da drauf. Jetzt habe ich ihn ausgetauscht, weil meiner ist besser wie seiner. Also wie der. Andersrum. Seiner ist besser wie meiner. Und jetzt habe ich einen besseren Schild und habe den alten Schild eingesteckt, das alte Schild, und kann das quasi verkloppen. Okay, kapiert. Abgehakt. Was ist das? Kann man nicht essen. Schmeckt nicht. Was ist denn das? G&B Jäger. Okay. Ich repariere mich vielleicht mal lieber. Also die sind ja nicht rot. Aber was wollen die? Weil wenn die wissen, dass ich das bin, die suchen mich doch. Das waren doch die, die mich gesucht haben normalerweise. Egal. Schiffswrack. Hier ist noch ganz viel Zeug. Ja. Also man muss einfach mal auch in die ganzen Asteroidengürtel reinfliegen. Ist ja wahrscheinlich gibt's später mal Scanner, vermute ich. Plasma. Ionisiertes Gas. Der häufigste Zustand von Materie im gesamten Universum. Das heißt, es wird nicht so viel wert sein, wenn es der häufigste Zustand ist. Dark Screws Antrieb. In der oh, da können wir was skillen, beziehungsweise wir können was damit erledigen. Wir können es aber auch einfach nehmen und verkaufen. Direkt aufs Konto. Ja, direkt aufs Konto, allerdings. Wäre mal nicht schlecht. So, was haben wir noch für Dinge hier außen? Da ist noch. Was haben die für komische? Ne, sind die Jäger? Mein Gott. Da oben ist noch ein Zeichen. Hier, Container. Gucken wir auch noch rein. Kristalldiode. Kann man verkaufen. Boah, 1800, sehr gut. Auch für den Cruiserantrieb, vielleicht. Förderausrüstung. Die wichtigsten Werkzeuge, um ein Schiff den Abbau von Erz und Kristallen zu ermöglichen. Ah ja. Haben wir das schon? Nee, haben wir nicht. Okay. Verstehe ich jetzt nicht, weil wieso haben wir es nicht eingebaut und können trotzdem abbauen. Okay, und Credits. Gut. Jetzt würde ich gerne wissen, das ist das untote Schiff. Und wir waren auf dem Weg darüber. So, jetzt gucke ich nochmal hier rein. Ich kann es wirklich nicht öffnen. Fliege nochmal hier durch, einfach mal um zu gucken, ob jetzt hier hinten noch was aufpoppt. Was Einsammelbares oder so, oder ob das jetzt hier einfach tatsächlich ein leerer Raum ist, der Rest. Ein bisschen Schub hier durch, so. Ne, sieht nicht so aus, als wäre hier noch was.
Da ist ein Credits-Zeichen. Sieht man das auch auf der Karte? Nee, das Credits-Zeichen ist hier. Die Spannung steigt. 149 Credits. Die werden aber noch drin sein. Okay. Und dann springen wir auch weiter. Denn das war's dann hier wohl. Dieser Punkt, den haben wir angesprungen das letzte Mal. Und da springen wir jetzt auch hin. Und zwar müssen wir den Knopf drücken. Und piu! So, wir springen weiter. Dieses Geräusch war der Timer. 40 Minuten sind rum. Ich mache mal nochmal 10 Minuten drauf. Warum auch nicht. Aber dann muss ich die Folge beenden, weil sonst wird sie unendlich lang und nicht hochladbar und nicht schneidbar für mich. Und so weiter. Außerdem bin ich gespannt, wie viele Leute noch zugucken. Seto Outer Rim. Ich bin da. Was heißt denn eigentlich Rim? Rim World ist ja auch Rim. Es gibt auch einen Film, der heißt so ähnlich, mit so riesigen Robotern. Okay, okay, mach den Autokurs aus. Komm schon. Aus, aus. Pfui, pfui, ganz ruhig. So, hier ist jetzt keine Markierung drauf, ne? Schieß mal da drauf. Ich finde gerade so Höhlen und so, finde ich richtig geil. Also. Okay, das war jetzt eine Mine. Ich wollte eigentlich eine Rakete schießen. Aber wir sehen, dass man das nicht abbauen kann. Ach, hier ist was. Alles klaro. Also mit der Markierung muss ich mich noch ein bisschen zurechtfinden, muss ich sagen. Das ist noch ein bisschen... Es wird, aber es ist noch ein bisschen schräg. Das ist natürlich geil, gell? Das sieht ja obergeil aus. Das Ding ist hier drin zerschollen. Ist hier reingeflogen und zerschollen? Zerschellt? Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall ist es kaputt gegangen. Kaputt ist kaputt. Durchsuchen. Effiziente Coilgun. Ich hatte auch schon mal eine Coilgun, aber das war in dem Schiff, was wir da am Anfang geflogen sind. Jetzt mal darüber. Guck nochmal rein. Das ist der Pulslaser. Wie vergleiche ich das? Ah ja. Ich kann das jetzt mit der vergleichen. Da sehen wir, dass die Coilgun wesentlich mehr Kinetikschaden macht, mehr Reichweite hat, ein bisschen weniger Energieschaden. Aber das ist, glaube ich, im Mittel doch besser. Außerdem ist sie weiter vom Schießen. Okay, gut. So, wir suchen. Ja, ist klar. Hier. Piep, 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 piep. Bösen Jungs. Was war's? Ist denn jetzt explodiert? Irgendwas hat mir doch eben ganz schön in den Arsch getreten. Meine Ulti ist doch bereit. Die probieren wir doch gleich mal aus. Komm. Also, die Ulti wird rausgehauen in 3, 2, 1 und jetzt. Okay. Wir schießen mit Blitzen. Stopp die Ultima. Die Ultima. Ultima. Ja, gut. Das war jetzt eine Ulti. Das heißt, die Ulti, wie heißt die nochmal? Ich bin voll überfordert, aber das wird, Leute. Ich schwöre, das wird. Schiffsanpassung. Nein. Herstellen? Nein. Ulti. Da ist er. Verwandelt die Primärwaffen des Schiffes in eine Blitzkanone, welche elektrisch geladene und von Feinden auf Feinde überspringende Schüsse. Ah, auch cool. Also das heißt, wenn wir da mehrere haben, können wir damit die wegbraten. Probieren wir doch gleich nochmal aus hier vorne. Machen wir gleich mal den anderen Sprung. Ach, der geht noch nicht. Okay. Dann springen wir mal so ein bisschen vorwärts. Alles klar, wir sind da. Guten Tag. Ich habe Post für Sie. Und zwar wollte ich mal gucken, ob meine Ulti nicht anspringt, wenn ich sie brauche.
Warum ist die scheiß Ulti nicht angegangen? Ach so, man kann die nur aktivieren. Die muss ich jetzt wieder voll auflösen. Ah, bis. Okay, ich hab's verstanden. Also, die musste sich jetzt aufladen, bis sie wieder geht. Aber sie ist nicht immer wieder anschaltbar, bis sie leer ist, sondern die muss jetzt erst wieder voll werden, dann kann ich sie wieder einschalten. Habe ich kapiert. Gut. Ich höre hier Störsignale. Bedeutet das, dass was hier ist, oder was? Was soll das? Das sind richtig nervige Geräusche. Ist der Störsender in einem riesigen Schiffswrack versteckt, das von Minen umgeben ist? Ah. Ah, Minen. Ich erinnere mich an ein Wrack, aber es ist schon länger her, dass wir die Beanies versteckt haben. Minen. Wo ist denn hier eine Mine? Also ich sag mal so, ich höre es ja. Das heißt, ich fliege jetzt mal meinen Ohren hinterher. Ja, klar, in diese Richtung. Was ist das? Also, wo versteckst du dich? In dem Wrack ist nichts, zumindest kein Störsender. Er ist aber ganz in der Nähe. Nur wo? Fliege ich als gegen die Minen oder bin ich so blöd oder was? Was ist denn hier los? Besser ist es, ne? Würde ich sagen. Ich würde gerne da rein, aber das sieht irgendwie schlechter aus. Sieht irgendwie aus, als würde es mich auffressen. Vielleicht können wir durchsprinten. Okay, ich hole mal die Nanobots raus. Nicht, dass mich das hier auffrisst. Gut. Also ich höre es. Ist ja nicht überhörbar, das komische Gerausche. Energiekern. Also es gefällt mir gut. Okay. Alles klar, wir müssen hier Dinge aufbauen, einbauen, aktivieren, kleine Aufgaben lösen. Finde ich auch gut. Tür geht auf. Schussfester Container. Eine Gatling. Im Vergleich zu meiner. Besser in allen Dingen. Nehmen wir mit und bauen sie auch ein. Klack. Da ist da drüben wohl auch eine Tür aufgegangen. Klar. Logisch, wenn man das reinsteckt, geht die Tür auf. Und was haben wir hier? Schadensbegrenzer verringert jeden eingehenden Schaden um 30% für 20 Sekunden. Okay. Eine Flak. Das ist was für mich. Eine Flak ist was für den Vater. Ich mag weit schießen. 2200 Meter. Und wenn ich treffe, viel Schaden machen. Das finde ich super. Ja, mit die verkaufen wir. Die alte. So. Das ist die Flak. Das waren alles Minen. Geil. Gut, davon gehen nicht viele Schüsse, ist klar, aber das, was blinkt, sind die Minen übrigens. Gut. Also, wir suchen noch das Geräusch, denn dann ist die Folge zu Ende, Leute. Ich merke, wie ich jetzt langsam mit der Sache erstmal wieder hier überhaupt eins werde. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe eine ganz, ganz flache Lernkurve, aber dann passiert auch nicht mehr. Okay. Ich höre noch das scheiß Geräusch. Okay, ich fliege jetzt mal diesen Biomasse-Ding da noch hin. Das Blinken, das sind alles Minen. Ich dachte, das wären Lampen. Punkte gibt es aber keine, ne? Biomasse, okay. Das Geräusch kommt. Hier.
Von hier. Ist nicht einfach gemacht. Hab ihn gefunden. Das war nicht drin befallen. Das könnte das schwache Signal erklären. Aha. Der erste Beanie ist wieder online. Erste Beanie ist online. Okay. Verschwinden brauchen wir noch zwei. Das war gut. Die Frage ist, was sind das hier für Viecher? Die machen nichts, okay. Alles klar, die machen auch nichts. Das sind wieder kleine, zurückgeschnittene. Müssen wir nächste Woche wiederkommen, müssen wieder den Rasen mähen hier, dass der Sender wieder funktioniert. Aber gut. Das ist völlig unauffällig, gell, das leuchtende grüne Ding. War jetzt nicht einfach zu finden. 10 Minuten sind schon wieder rum. Alter. War nicht leicht zu finden, finde ich. Ist aber genau das, was ich eigentlich will. Ich möchte schon ein bisschen auch eine Aufgabe haben. Keine Aufgabe haben, bringt uns das hier auch nichts. Und hier ist natürlich überall noch Zeug zum Looten. Wenn ich hier oben drauf gucke, ist hier alles zum Ernten hier. Das ist ja eine Folge, nur hier das Zeug leer machen. Gehen wir da rüber. Schussfester Container. Kannst du drauf schießen. Ist ja alles voll hier, ist ja alles voll gestopft. Der ganze Scheiß ist voll. Da hinten ist alles voller Minen. Na komm schon. Na, wirst du? Aha. Gut, also wenn was rot blinkt, ist es meistens nicht gut. Können wir uns merken. Und hier ist der Container. Den wir noch aufmachen. Da ist er. So, was ist das? Ein Strahlenlaser. Muss man alles mal ausprobieren. Der hat gleiche Schaden für Dings und für Bums. Kann natürlich sein, dass der so einen schönen direkten Strahl macht. Strahlenlaser halt. Oh. Seht ihr, wie ich gelb werde hier, wenn der angeht? Ja, super. Und jetzt müssten wir hier alles ausräumen, aber das mache ich jetzt einfach in der nächsten Folge, weil wir müssen ja hier das mitnehmen. Wenn ich mal da drauf schieße, kommt dann auch wieder das grüne Zeug raus. Verdammte Minen. Ja, da kommt das Zeug raus. Okay, das ist eine Art Säure. Über Minen. Der Laser ist cool. Ah, der gefällt mir. Hat zwar nicht so eine große Reichweite, aber der macht Ordnung hier im Minenfeld. Oh, ist schon leer. Gut, geht so auch. Alles klar. Gut, also, ich werde mich immer mehr einspielen, ist ganz klar. Das sprengbare Asteroid. Okay, das machen wir noch, würde ich sagen. Ich muss mich einfach ein bisschen einspielen. Das ist aber normal, wenn man ein neues Spiel anfängt, finde ich. Das ist jetzt nicht so... nicht so völlig... blöd. 1 von 5 aktiviert. 2 von 5 aktiviert. 3. Verkackt, ja. Das will ich so machen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Abstand. Auch ein cooles Minigame, muss ich sagen. Alter. Okay. Jetzt sammeln wir den Scheiß noch ein. Kristalle. Sehr cool. Also, es ist keine Simulation. Es ist ein Actionspiel mit Loot-Elementen, mit richtig viel Kram und mit viel Dingen, die man machen kann. Und ich glaube, genau das Richtige für mich. Also ich glaube, das ist einfach so eine Mischung aus, ich kann mein Schiff skillen, ich kann mich skillen, ich kann meine Waffen belegen, ich kann das alles so machen, wie ich es gerne hätte. Kann looten. Looten ist unheimlich wichtig für mein Belohnungszentrum. Wenn ich nicht looten kann, kotze ich. Also ein Spiel ohne Loot ist für mich, das macht mir keinen Spaß. Oh, ich habe geschossen. Wer schießt auf mich? Okay. Ein Spiel ohne Loot ist für mich nichts, weil ich muss einfach mein Belohnungszentrum hier triggern. Und zwar den ganzen Tag.
Und deswegen ist es natürlich geil, ne? A la Borderlands und so. Und ich bin gespannt, wie weit wir kommen und wie viele Leute damit machen. Schussfester Container. Okay, ich könnte jetzt die ganze Sache weiterfliegen. Mach ich nicht. Ich logge jetzt aus. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Im Idealfall morgen. Ciao, ciao.